Standard-Intro. Uninteressant. Genau, richtig. Ja, das hier, Leute. Willkommen zum neuen Part von Turm on Emerald Version. Und warum neuer Part? Das ist ein ganz neues Let's Play. Mann, bin ich blöd. Egal. Also, willkommen zur zweiten Aufnahme von Turm on Emerald Version. Ja, warum zweiten Aufnahme? Weil Gott das hier asynchron macht. Genau, unsere nächsten weitere 20 Minuten, die wir unseres Lebens verschwenden. Yay! Ja, yay, da freuen wir uns drauf. Das ist doch sowieso das, was unser Leben ausmacht. Okay, genau. Wir spielen Turm on Emerald Version, gemacht von Angelo Sensei, Kedo Kedo Kedo, und unsere Batterie ist kaputt. Yay. Genau. By the way, haben wir uns schon vorgestellt. Also, ich bin der Katekiomaru und das, mein lieber Kumpel hier, ist der Radioso 11. Der momentan Toho 1.8 auf seinem Kanal macht. Und solange stelle ich gerade rum, während wir labern. Das macht genau Sinn. Hey, der bunte Rahmen ist der vierte, glaube ich. Ich wollte mal gucken, was es noch so für Rahmen gibt. Scheißrahmen. Yay. Nein, der fünfte. Verdammte Scheiße. Okay, starten wir. Way, okay, gut. Nasehume entering Genzyoko, se? Oh well, welcome. My name is Marissa Kisame. The greatest sage, don't forget it. Ah yes, this is what Alice made for me. Alice made toys that resemble us and even use for playing. Danmango, anything. They come in many forms too. But there's a problem. She made far too many there. Everyone has one. Puppets are the warm in the world. Even the yogurt got scared of them. We can blame Alice. Recently, the Hakurai border weakened once again. Yukari never fixes it. Wow. Work. I have found two humans. It seems you are one of them. Perhaps one day you will go back. Good luck. Pick your destiny. Yay. Mary oder Renko? Boy, Tomboy oder Girlish? Wir nehmen Tomboy. Warum Tomboy? Ich weiß auch, warum unsere Aufnahme asynchron ging. Ich habe mich Chono genannt. Ich glaube, jetzt nenne ich mich Tevi. Ey, wenn Tevi nachher unsere Aufnahme dann hier trollt, ey, dann sag ich dir, bist du schuld. Okay, Tevi. Yay, wie heißt denn Tevi? Oh, fuck. Ah, Tevi, so, that's your name, then. You are the human village, if I recall, with Aya. So, Tevi, are you ready? Genzyoko is a big place, then. You should speak with Aya, she may give you something. Perhaps a puppet of your very own to play with. Be careful, Fruit. She can be weird at times, really. Yeah. Your destiny shall begin. Deep, 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 deep. Woo! Yay, lass wagen und so. Way! Lass es rausgehen! The box contains many older puppets from the past. Beware of no. Wer kommt denn überhaupt auf so einen Scheiß, sowas zu lesen? Aber dann sind da so richtig geile Sachen. Beware of PC 98. PC98 Charakter vom Tod, das dürft ihr nicht vergessen, Leute! Oh, it's another human. I have no idea what it is behind you, but it will leave soon. This human village, a quite a peaceful place for humans like us to live. It's a nice place to live, and I assign it entertains us all. But enough of that, let's go inside so you can get in your room! Und ja, Leute, wir werden nicht übersetzen, weil das mir... Obwohl... Na... Ja, vielleicht übersetzen wir so wichtige Sachen mit schweren Wörtern. Ja. Was machen diese Katzen da, wie zum Beispiel sowas? Genau! Okay, ich erinnere mich jetzt. Sie gehört zu Yukarin! Oh, sie räumen unser Haus auf. Ist das nicht süß? Können wir sie nicht erziehen oder zähmen? Solange wir das tun, geh mal bitte hoch, Mann. Streichen, streichen! It's Chen! You need to set up your clock. Chen! Und ich werde mal kurz meine Tür zutreten. Bitte büsch. In der Zeit gehe ich ja mal hoch. Bam, bada, booty, bye. Close your fucking door, not so fast. Yo, Trackcard, the endo. Hey, yeah, the clock has stopped. Better send it and start it. Und wir nehmen Sakuya Time. Was ist Sakuya Time? 17:20. Nein, 12 Uhr. Okay. Wer zur Hölle liest sowas? Tevi, you should pet Chen. They were so nice indeed, but their weakness is catnip. My name? Well, I guess you can be your guardian. So call me mom, yes? You can say no. Who will take care of you and this house? Okay. Ja, als hätten wir irgendwie ein Recht gehabt. Weißt du, was wir jetzt mal spielen? Genau.
The Legend of the Pets. Dum, dum. Pets. Pichu. Und da gehen wir. Gets the enemies. Yay, step. TV bootet up the PC. Okay, guck mal natürlich in unsere Mailbox, wo wir nichts drin sind. Wir haben keine Freunde. In Gensokyo. Ja, Pause. Ich will noch nicht mal Kaguya schreiben. If a Kero can fly, can a snake fly as well? That is the question. Flap, flap, fly my hero, Carol! You should close the book quickly. So, Leute, jetzt haben wir heute gelernt. Frösche können fliegen, also flap, flap, fliegen! Tavi, come here, look at this box! Oh my god, look, this box is showing interesting channels. Your so, you can't listen. What will you do with this young boy? Beep. Fuck. Fuck you. I think this box is cheap. It just died. I want to watch Aya. Oh yes, a girl your age is next door. Since you have nothing to do, why not visit her? I shall clean up and maybe prepare lunch for myself. Übrigens weiß ich auch, warum es eben asynchron war. Weil, nun ja, Sakuya hat unsere Aufnahme geneift. Verdammte Scheiße, der hat die Zeit geschaffen, um die Asynchronität von der Zeit wegzunehmen. So wie so ein Thema in Legends of Pets, ne? Deswegen hat's auch so begonnen, na klar doch. Jetzt wissen wir es schon. Why didn't you knock on the door first? Oh, there's someone here who's your age. Go upstairs, I have a feeling that she's up there, or did she go exploring around? Well, I will just clean up for now, take care. Nyeow. Nyeow. Okay, und übrigens, sie hat sich auch The Legend of the Pets gekauft. Scheint ein sehr, sehr populäres Spiel zu sein. Ich hoffe nicht. TV-son, so you're here today. It looks here, like we're in Gensokyo at last. Yes, the same place I used to go in my dreams. But this place is filled with wild dogs of some sort. They are dangerous. And this lady wants to be my daughter, and I don't even know her. Well, I must figure out a way. I will study here, and oh, that reminds me. Do you have a puppet, Tabby? No, you don't have one. Aya-san might have one for you to use. Well, I will go study at this computer. I can't believe this existed. This orb containing a puppet. I shouldn't steal it. Why not? Yes. Why not? Ich meine, Marissa leitet sich auch alles aus. Ja. Und mein Aufstieg Telefon klingelt. So fuck you off. Egal. Oh, hi. There's a scary puppet outside. I can hear their cries. Jen! I want to go see what's going on, but I don't have any puppets. Can you go see what's happening for me? Please, pretty? Übrigens, was wir jetzt erstmal machen, ist kurz was umstellen. Nämlich, ich bin das überhaupt nicht gewöhnt, wenn ich die Starttaste drücken muss, um Start zu drücken. Ich drücke dann immer die obere Taste, wie beim DS. So. Ja, das habe ich auch nicht so eingestellt, da, weil das wirklich viel leichter ist. Options. Und viel bequemer auch. Ich guck mal gerade, wenn... Fail. Was denn? Das war auch gerade vorhin in der ersten Aufnahme so. Ja, und genau deswegen habe ich auch so wenig leise gehört. Moment mal, Aya ist aber verdammt langsam. This white puppet attack me. User, please help me. Okay, let's open this. Wow, schon wieder Erdbeben draußen. White black puppet? Poltergeist? Oder Shibimiko? Wollen also ich würde sagen... Ampels. Wollen wir Geister? Oder wollen wir eine schwarze, weiße Hexe? Das ey! Genau, das ey! For the win! Dun, dun. Okay, jetzt gehen die Kämpfe aber etwas schneller, weil irgendwie die letzte Aufnahme hat extrem gelaggt. Und wir haben... eine weibliche Marissa. Geil! Ja, eine weibliche Marissa. Das Spiel macht Sinn. Und wieso hast du Tackle eingesetzt? Weil ich gedacht habe, das trifft. Weil es ja auch normal ist. Wow, das die hat wahrscheinlich ein besseres Wesen. Die macht nämlich mehr Schaden als die eben. Sie hat mehr ein Angriffswesen, so wie es aussieht. Ich würde eher sagen, sie hat ein neutrales und ich hatte eben mein niedriges. Naja, kann auch sein. Ich kenne mich etwas mit Statuswerten aus. Ich habe ja hier so Pokémon Online-Krams gespielt. Ja. Kennst du das Shorty Battle und so? Naja, ich habe davon gehört, von diesem Shorty Battle. Kirai. Zeig mal, was für ein Wesen gleich dieses Marissa hat. Das würde mich schon gleich interessieren. Auf sowas achte ich immer so sehr. Yeah! That was an unknown ghost puppet. Yet you take it easy and it lost. Wow. But you fought back trying so hard. I like that. Not the best place to shit. Let's go. So, Debbie, you and your friends are from the other side, yes? Photo,
Oh, it is true that Yuka is at fault. It's time for not fixing the border. Ping. However, she doesn't. She does want to help you to get back home. Oh wow. Until then, you should be careful, as you saw earlier. You know what? Yes. I give you this puppet as a gift. She might help you on the way. Ah yeah yeah. You. Und wir bekommen Chibi Marissa. Und die nennen wir um. She is pretty happy to have. Will you give her a name? Ja, und wir nennen sie. Maridave? Nein. Weil sie doch weiblich ist. Mann! Genau. Marichan! Yay! Ich könnte auch Marichan nennen. Marichan! Oh ne. Now that's done, you should meet up with your friend. If she's not in the house, then maybe she's in the fields. I did ask her to help me with this notebook I'm writing. TV, you would look for your friend, right? Yeah, yeah, go find her. Now let's see, you could check north for a village. Ask around. Okay. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mal weiter, denn es macht... Was war das? Nennt sich Uhr umfallen? Warte, bisch. Achso, ich dachte irgendwie, deine Tastatur wäre runtergefallen und dein PC wäre umgekippt. Aber dann hätte ich ein größeres Problem. Nasrin! Ah, übrigens, ich wollte ja gleich mal ins Besen reingucken. Tackle! Da sind wir. Ich guck mal gleich jetzt rein, bei der nächsten Attacke. Aua! Autsch. Da wirst du ein Verteidigungs... Wie das Ding einfach eiskalt crittet, ich glaub's nicht. Auf jeden Fall, Nasrin geht Pichun und wir erreichen... Ah, Moment. Noch nicht Level 6. Schauen wir uns das mal an. Okay, was haben wir? Decoy! Oh Gott, Decoy ist scheiße. Hä? Ich glaube, Decoy ist irgendwas. Was war denn das nochmal? Ich glaube, Speed und Special-Angriff hoch und Defense. Nein, Decoy war was anderes. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, irgendwie neutral irgendwas mit Speed auf jeden Fall oder irgendwas runter. Neutral mit Speed geht nicht. Aber egal, Speed bei Marissa ist ganz gut, ganz okay. Egal, je nachdem. Sieht wir da nicht wirklich einfach mal aus. Sieht ziemlich nifty aus, jo. Jo. Und so, bitte sich auf den nächsten Kampf irgendwie überlebst. Ich möchte gerade auf Level 8, 6 trainieren. Oh my god, it's Mistio, das ist... Oh Gott, it's the fried chicken! Ah nein, kann ich nicht machen, ich hab noch keinen Donnerbeschock. Ja, du hast recht. Autsch. Oh, ich hab vergessen, den Trank aus dem Schrank zu holen. Autsch? Ah, sie macht nur einen Schaden, das ist gut. Sie hat gerade eben zwei Schaden von der ersten Attacke. Autsch. Wenn sie jetzt gecrittet hätte, ich hätte meine Maus gefuttert. Und Marichan geht Level 6, das heißt, sie hat gerade 3 AP dazu bekommen. What the fuck? Ja, geht doch, ist doch gut. Ja. So, ich würde sagen, erstmal Pokémon Center, ne? Neo, welcome to Erin Center. I'm one of your nurse friends. Would you help me? Would you like to heal your puppets? Okay, I'll take your puppets. Okay, geht. Oh yeah, it's the Miko. Hi, I'm Walker from Miko. Could you please follow me? This is the Miko market. We want to get wet roof, but for now it is blue. Well, we sell many items that support you on your adventure. Here, take this. It could be useful for you. Potion. Obtained a potion. Oh yeah. A potion can save your life. Blark. Make sure to be prepared. Blark. Stock up on antidote and other as well. Okay, ja, werden wir aber noch gar nicht brauchen, denn wir werden jetzt einfach erstmal trainieren. Rati, als wir hier oben waren, waren wir schon bei 20 Minuten wegen den Lags. Ich habe jetzt gerade mal 14. Wow. Speed up. Nein, ich habe nicht gespeedupt. Ich habe sich irgendwie 1% hat rumgelaggt. Auf jeden Fall eine Chen! Ne weibliche Chen! Oh, mein Vater fährt Motorrad. Oh, scheiße, gleich kommt er hoch und fährt hier voll in mein Haus rein. Badass? Oh, Marichan, was ist das? Scheiß Genauigkeit von Tackle. Nein, sie senkt meine Defense. Mir egal. Tackle.
Ich glaube, das war echt so, wie hieß das Lied? Doll Judgment von Zoon. The Girl Who Plays With People's Hearts oder sowas. Nehmen wir das einmal, was da fällt. Also Deutsch schaffen ist schon richtig. Ja, ich kann mir die Namen hier sowieso nicht merken von den ganzen Liedern. Gut, damit haben wir eine Nazrin. Ich habe gerade fast Level 8 gelesen. Wo? Dann hätten wir ein großes Problem. Das wäre ein bisschen Turm und Insane Niveau. Weißt du noch, Turm und Insane? Erstes Gras, Level 8er Alice. Ich dachte mir nur... Nein. In der ersten Gräse mal ungefähr Level 4 bis 5 war. Nein, 8er Alices. 8er Alices waren da. Ich weiß es nicht mehr so. Ich hab Inko angeschrien, dass er mir das nicht gesagt hat. Und wir lernen Donnerschock, das heißt, wir können gleich Mystias braten. Und ich würde sagen, wir trainieren gerade noch ein Level up mit ein bisschen Speed. Oh mein Gott, Medicine. Verschwinde, du wirst mich vergiften, ich kenn dich. Ja. Wieso setzt du Tackle ein? Verrecke, Madison! Ouch. Oh, eins der nervigsten Turmon, die es gibt. Ja, gut, Gift schnell zurück heilen gehen. Ne? What the fuck? So, schön. Können wir wieder hoch. Deswegen hasse ich immer den Giftzustand. Ich hasse Madison. Oh, hier gibt's wilde Luise. Die werden wir brauchen. Oh, yes. Oh, warum speed ich gerade? Sollte ich gar nicht. Wolltest du wegen Training? Nein, ich wollte nur jetzt hier bei gewissen Viechern wie Madison oder so speeden. Die alles wegtanken, wie diese auch. Vor allem Shizuha. Oh, Shizuha ist so eine fette Tankerin. Minoriko, Shizuha war die OP. Stimmt, genau. Meine Shizuha in Insane ist... Take it easy? Trotzdem, Minoriko ist mehr von den beiden Tankerinnen. Meine Insane ist hybrid gestellt, meine Shizuha. Also mit der kann ich Viecher fangen. Wow, Critical, schön gemacht, Mari. Ja, komm schon, Level up. Noch nicht. Und wen haben wir? Fuck Boden. Nicht gut. Egal, tackeln. Genau, oh, tackle it easy. Tackle it easy! Yay! Bad jokes are so fucking bad. Ich weiß. Oh my god, it's using Scratch. I'm gonna die. Yep, you're going to die, really. Scratch. Da seht ihr! Autsch! Okay! Level 8! Damit haben wir Level 8 erreicht und müssen schon wieder ins Center. Da ich darauf aber momentan so gerade keinen Bock hab, nutzen wir einfach, was soll denn der Geiz? Eine Potion! Und Marissa hat was. Hä? Marissa hat was. Dankeschön! Ich liebe Pick-up, aber leider hat Marissa die ja nicht mehr in der X-Form. Da hat sie nämlich Speed-up oder so. Das ist besser. Ja, ich weiß. This is an interesting land. I also saw a mouse. Mickey Mouse! Davison, you scared me. I was exploring around and I saw a mouse in the grass. She seems to be searching for some shiny object. Oh, do you have a puppet? Can we play? I'm Flandre. Wait, what? Nein. Übrigens, ich habe eine in der Schule, die redet wie Flandre. Nein. Du bist tot. Du bist so fucking tot. Take it easy, Tenchi. Okay, gut, take it easy. Scheint doch noch ein bisschen Schaden zu machen. Solange sie keinen blöden... Sie sollte, glaube ich, nicht irgendeine dämliche Scheiße. Harden. Auf jeden Fall, ich werde jetzt erstmal etwas taktisch spielen und mit Growl ihren Angriff senken, damit sie mich nicht komplett ausnockt. Außer sie kann natürlich so eine Steinattacke und mich sowieso pitchen. Ich greife einfach dreimal mit Growl an, dann sollte sie nur noch so ein bis zwei Schaden machen. Nein, du solltest sie ja jetzt angreifen. Sie macht nur zwei, gut. Das Problem wird dann... Take it fucking easy! Take it easy, take it slow. Übrigens, das war heute so geil. Vokabelabfrage in der Schule. Weißt du, welche Vokabel ich als einzige fail. Welche Vokabel ich mit komplett wusste? Welches? Nimm's leicht. Take it easy.
expected, TV Seth. But take it easy. Ja! Welche Ironie! Yes. These puppets are not that bad. They seem to feel the mud of their owner. Like the puppet you have, Teddy. She's happy to be with you. And my puppet is quite happy as well. It's about time we go back to Ayerson. But when we go back to Ayerson, you see it in the next part. Von Turmon, Emerald. Bis dann, Leute! See ya! Chosen!